Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mobile Check. Heute möchte ich euch die für mich wichtigsten Apps per Jailbreak vorstellen und fange da auch mal direkt damit an. Fangen wir an mit der App SB Settings. SB Settings lässt sich öffnen durch einen Strich über diese Bar und es öffnet sich SB Settings. Hier hat man einen Schnellzugriff auf Sachen wie Wi-Fi, Helligkeit, Prozesse töten, um RAMs frei zu machen und sonstiges. Hier geht man drauf, kann die Helligkeit ändern. Prozesse kann man hier beenden. Wi-Fi an- und ausschalten. Und hier unten seht ihr auch, wie viel RAM momentan frei sind und noch andere Dinge. Machen wir das Ganze mal zu. Machen wir weiter mit Barrel. Das seht ihr hier. Diesen Effekt. Also Barrel ist keine unbedingt wichtige App, aber wie ich finde, sie macht das Betriebssystem doch mit einem kleinen Effekt schon wesentlich attraktiver. Da kann man hier reingehen, ein paar verschiedene Effekte auswählen. Nehmen wir mal diesen Effekt. Der sieht dann so aus. Auch ganz schick, aber wäre jetzt mir zu viel. Nehmen wir mal diesen. Der sieht so aus. Oder es gibt auch Karussell. Ich überlege gerade, wie der heißt, den ich bevorzuge, aber ich weiß es momentan nicht. Aber naja, ihr seht, es gibt hier verschiedene Effekte. Gut, machen wir weiter mit Grid Locker. Grid Locker ermöglicht euch, die Apps auf dem Homescreen zu platzieren, wo ihr wollt, wie ihr hier seht. Ich kann es hier hinlegen, hier hinlegen und bestätigen, was mit der normalen Firmware nicht möglich ist. Ihr wisst, normal kann man hier nur so in Reihe legen, die Apps. Und mit Grid Locker kann man hier so Sachen erstellen und die Apps besser ordnen, wie man sie will. Gut, machen wir gleich mit der nächsten App weiter. Das wäre hier drin Remove BG. Gehe ich hier mal rein. Und hier gibt es die Möglichkeit einzustellen, durch welche Aktion ihr alle momentan geöffneten Apps im Multitasking auf einmal beenden wollt. So. Ihr wisst, normalerweise muss man zweimal auf Homebutton drücken, hat sie hier, geht lange auf die App, erscheint ein Minus, man beendet die App. Und das ist sehr zeitintensiv. Ich habe jetzt per Remove BG eingestellt, dass ich durch langes Home-Button drücken alle Apps beende im Multitasking. Das zeige ich euch mal. Drücke jetzt den Home-Button und Removed Background. Und gucken wir mal rein. Alles beendet. Finde ich doch sehr, sehr praktisch. Okay, dann machen wir weiter mit der letzten App, die ich für sehr, sehr wichtig erachte, und das wäre Loginfo. Loginfo zeige ich euch hier. Loginfo wäre hier, man sieht im Logscreen E-Mails, wie viele man empfangen hat oder besser gesagt verpasst hat, Anrufe, Voicemail, SMS. Kann diese Liste auch erweitern durch Sachen, die einem noch wichtig sind. Hat hier, man kann das schlecht erkennen, noch die Möglichkeit, gleich mal E-Mails zu aktualisieren und sonstiges. Bekommt man eine E-Mail, wird hier ein Balken geöffnet, sieht die E-Mail und auch schon Anfang des Inhalts der E-Mail. Finde ich doch auch sehr, sehr praktisch und ja, komplettiert die Originalfirmware darum einiges. Gut, das wären meine Favoriten-Apps mit Jailbreak. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal mit Mobile Check.